Alle, ich dachte, es wird auf Dauer langweilig, wenn immer nur ich selber labe. Also habe ich gedacht, lasse ich auch mal jemand anders zu Wort kommen und deshalb habe ich jetzt ja mal so eine Art gemeinsames Video mit Nico gemacht. Schaut seinen Blog an, also naja, er nennt es Nikos Blog, ne? Also schaut seinen YouTube-Kanal an, habe ich unten verlinkt. Das war jetzt auch so ein bisschen, ja, ein Experiment für mich, mal, ja, einfach mit jemand anders auch zu reden, ja. Meistens laber ja nur ich. Trotzdem ist es natürlich ein ziemlich langes Video geworden, aber ich finde, es war, ja, ein sehr interessantes Gespräch. Es war zumindest teilweise auch ein Dialog, ja, also nicht nur jetzt ausschließlich ein Monolog meinerseits. Und ich denke, wir haben ein paar interessante Themen angesprochen. Wobei eigentlich haben wir streng genommen nur ein Thema angesprochen, nämlich das Thema Religion. Was vielleicht ein Fehler war, weil wir haben dann ziemlich schnell gemerkt, ja, das ist ein Thema, über das kann man einfach sehr, sehr lange diskutieren, weil es natürlich sehr unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Und ja, und dadurch ist das Video dann vielleicht auch so lange geworden. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Video geworden, ja. Und ich denke, ja, wir sind jetzt ja nur zwei Leute, aber wir haben schon viele unterschiedliche Standpunkte, denke ich mal, abdecken können. Und viele Argumente sind eingeflossen. Ja, ich denke, es ist ein ganz interessantes Gespräch geworden. Ja. Aus. Okay, das Programm läuft. Achso, ja, dann lass uns mal mit dem Thema weitermachen. ja, also ich finde, man muss eben unterscheiden zwischen Religion und Glauben, weil das ist ja nicht das Gleiche. Ja? Und es gibt ja auch eben atheistische Religionen. Und ich würde sagen, also ich würde mich mittlerweile nicht mehr als ein Atheist bezeichnen. Aber ich würde mich trotzdem nicht als religiös bezeichnen. Denn man kann ja auch einen Glauben haben oder man kann ja auch, ich würde mich eigentlich als Theist bezeichnen, aber ich würde mich nicht als religiös bezeichnen. Okay. Also ich denke halt immer, ich kann halt mit Religion selber nichts anfangen, weil ich halt nur das glaube, was ich sehe. Und auch wenn ich halt etwas nicht beweisen kann oder nicht bewiesen werden kann, kann ich nicht daran glauben. Und Religion, ich meine, es wurden mehr Menschen durch Religion getötet als durch jede Krankheit, die es bisher gegeben hat. Und das ist etwas, das hat, das verfehlt halt den Sinn der Religion. Ja, ich finde, ja, wie soll ich sagen, ich bin der Falsche, um dagegen jetzt zu argumentieren. Weil, obwohl ich jetzt gerade gesagt habe, dass ich ein Theist bin, habe ich ja auch gesagt, dass ich mich nicht als religiös empfinden würde. Deswegen bin ich wirklich nicht der Richtige, um jetzt die Religion zu verteidigen. Weil wenn ich die Religion so toll finden würde, dann hätte ich ja gesagt, dass ich religiös bin. Also ich bin Ja, nicht religiös. natürlich. Gut, ich gehe ab und zu mit meiner Frau in die Kirche. Ja, wir sind sozusagen wir sind beide nicht in der Kirche auf der Lohnsteuerkarte, aber wir gehen sicherlich öfters in die Kirche als manche, die auf dem Papier Christen sind. Also, immer noch nicht zu nachher an eine Kirche komme, habe ich Angst zu verbrennen. Ja, also wie gesagt, ich denke, man muss da unterscheiden. Ich bin mit der einer Meinung, dass Religion eine schlechte Sache sein kann, ja, weil eine Religion ist an sich bloß eine Gemeinschaft von Menschen mit der gleichen Ideologie, ja. Und überall da, wo Menschen zusammenkommen, da ja, da gibt es eben auch all die Fehler, die Menschen eben so an sich haben. Ja, ja wobei ich allerdings kein Materialist bin. Ich meine, es gibt ja auch, wie gesagt, es gibt atheistische und materialistische Religionen. Ein Beispiel dafür wäre Satanismus.
Aber wieso denn? Satanisten glauben noch an Satan und sie beten Satan an. Ja, aber die Rituale Satanisten beten Satan an, aber sie glauben nicht wirklich an Satan. Weil wenn Satanisten wirklich an Satan glauben würden und wirklich denken würden, dass sie für ihre Teufelsanbetung in die Hölle kommen würden, dann würden sie es ja nicht machen. Ne? Das heißt, Satanisten sind in Wirklichkeit Atheisten. Und das heißt, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für eine atheistische Religion. Ah. Ja, es gibt auch, ja. Jetzt habe ich es begriffen. Aber ich persönlich, was ich nicht mag, gut, Religion, sagen wir mal, ich bin kein Befürworter von Religion, aber ich würde auch nicht sagen, ja, man muss alle Religionen vernichten, Religionen sind böse. Religionen sind so gut oder böse wie die Menschen halt. Ja, es sind nicht Religionen, die gut oder böse sind, es sind die Menschen, die böse Sachen machen. Ne? Jetzt ist aber alle Dummen in Syrien und einige psychisch Kranke kommen noch dazu und sie ziehen eine ganze Religion in den Dreck. Und das ist schon, ja. Ja, das darf man so nicht sagen, oder? Das gab es immer schon. Ich meine, gut, Islam ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich habe letztens auch ein Video gemacht über den Islam. Das werde ich demnächst veröffentlichen. Ich habe auch versucht, mich ein bisschen neutral zu... Ich denke, ich habe es neutral beschrieben. Ja? Aber es ist natürlich ein schwieriges Thema. Da könnte man lang drüber reden. Wobei es mir auch nicht so ganz klar ist, wie jetzt eigentlich wie manche Sachen im Islam sind, das ist mir immer noch nicht so ganz klar, obwohl ich habe auch den Koran gelesen und so, und es sind manche Sachen sind auch ein bisschen widersprüchlich, und ich glaube, manche Moslems, die sind sich auch nicht ganz klar, wie sie jetzt manche Sachen verstehen sollen, und deswegen gibt es diese radikalen Moslems, ja, und auf der anderen Seite hast du sehr friedliche Moslems, ja, ganz einfach, weil sie es auch selber unterschiedlich auslegen und unterschiedlich verstehen. Aber das kann man mit der Bibel genauso. Ja, ich meine, wobei, gleich mal das Neue und das Alte Testament. Mit der Bibel ist es auch so, ja, naja, aber deswegen würde ich mal sagen, beschränken wir uns mal aufs Neue Testament, ja. Und wenn man das macht, dann ist es eigentlich relativ eindeutig. Ja. Ja, also selbst die größten Atheisten könnten Jesus nicht unterstellen, irgendwie Gewalt gepredigt zu haben. Im Alten Testament sieht es ein bisschen anders aus, aber ich rede jetzt mal von, reden wir mal nur von Jesus, um auf der sicheren Seite zu sein. Ja? Und trotzdem, obwohl Jesus so eigentlich schon völlig friedlich war und sich eigentlich die größte Mühe gegeben hat, den Leuten eigentlich gute Sachen beizubringen und den Leuten zu sagen, dass man die andere Backe hinhalten soll, ja, und dass man sein Schwert wegstecken soll und so weiter, gab es dann trotzdem so Sachen wie die Kreuzzüge und so weiter, ja. Und es steht ja auch ganz klar, zum Beispiel in 10 Geboten steht ganz klar, du sollst nicht töten. Ja? Das hat jede Religion. Solche Typen wie die Kreuzritter, ja, die Tempelritter, die den Teil der Bibel wohl irgendwie übersprungen haben müssen. Ich weiß nicht so. Das ist etwas, was jede Religion hat. Du sollst nicht töten. Und trotzdem wird im Namen der Religion getötet. Also ich finde, das ist eben der Knackpunkt an der Religion irgendwie. Ja, das ist es ja. Religion ist eine Gemeinschaft von Menschen. Und natürlich auch durchaus, ja, gibt darunter auch schlechte Menschen. Es gibt nicht nur gute Menschen. Ja. Es ist keine, Religion ist keine Gemeinschaft von Göttern oder sowas, ja, die perfekt sind. Es ist eine Gemeinschaft von Menschen und Menschen, ja, unter Menschen gibt es schlechte Menschen, unter Menschen gibt es Menschen, die Religion ausnutzen und so weiter. Und das ist auch genau der Grund, warum ich mich jetzt nicht als religiös bezeichnen würde. Ja, ich habe lange Zeit überlegt, ob ich mich als Christ bezeichnen würde und so weiter, aber ich gehe zwar mit meiner Frau ab und zu in die Kirche, aber das ist wie bei den meisten halt mehr so eine soziale Sache, ja. Und wenn sie gerne in die Kirche geht und wenn da was, ja, wenn da irgendein Chor singt oder sowas, ja. Ich bin früher auch in die Kirche gegangen,
um mir die Predigten anzuhören und um zu beten und weil ich eigentlich wirklich gläubig sein wollte. Aber ich habe dann mit der Zeit damit aufgehört, aus diesen Gründen in die Kirche zu gehen, und einfach, weil ich gemerkt habe, dass die anderen Menschen, die in die Kirche gehen, heutzutage, ja, früher war es anders, aber heutzutage ist immer mehr so, dass die Menschen, die in die Kirche gehen, die gehen nicht in die Kirche, weil sie wirklich an Gott glauben, die gehen nicht in die Kirche, um zu beten, sondern die gehen eben in die Kirche, wie ich eben gerade gesagt habe, ja, aus sozialen Gründen und so weiter. Ja, und da gebe ich dir recht, das finde ich nicht gut. Und es gibt natürlich noch schlimmere Menschen, die die Religion für schlechte Zwecke ausnutzen. Das möchte ich nicht unterstützen. Und deswegen bin ich jetzt nicht zum Beispiel in die katholische Kirche oder sowas offiziell eingetreten. Ja? Das war genau der Grund. Aber eben, würde es die Religion nicht geben, würden die Idioten wieder einen anderen Grund finden, um sich abzuschlachten. Also. Genau. Genau. Ich hatte letztens mit Leuten von der transhumanistischen Partei gesprochen. Ich wollte gerne mit denen ein Interview machen, haben sie mir leider nicht gegeben. Im Laufe des Gesprächs, was ich da mit ihnen geführt habe, habe ich rausgehört, also dass sie, und das wusste ich natürlich schon vorher, ich weiß nicht, ob du weißt, was Transhumanisten sind, aber es gibt jetzt in Deutschland so eine neue Partei, die nennt sich Transhumanistische Partei. Und das sind eigentlich, ich selber habe gesagt, das wäre auch wieder ein gutes Beispiel für eine atheistische Religion. Ja? Eigentlich kann man sagen, es ist eine atheistische Religion. Ja? Es sind Menschen, die extrem atheistisch, materialistisch sind, die sind extrem auch gegen Religion, und deswegen haben sie mich gleich angegriffen, als ich gesagt habe, ja, das ist eine atheistische Religion. Nein, das ist keine Religion, Religion ist böse. Ja. Ich finde, das ist eine atheistische Religion, weil sie haben auch eine Ideologie, ja, das ist der Transhumanismus, das ist ein bisschen schwer zu erklären, das ist quasi so wie Nietzsche, ja, so diese Philosophie des Übermenschen, ja, oder hat auch mit Sozialdarwinismus und mit Eugenik und solchen Sachen zu tun. Okay. Ja? Also die wollen auch Eugenik zum Beispiel tatsächlich anwenden. Also das heißt zum Beispiel, die wollen durch gezielte Genmanipulation verhindern, dass es, was sie als minderwertigen Nachwuchs bezeichnen, ja, also sie wollen quasi minderwertigen Nachwuchs durch Genmanipulation beseitigen. Ja? Irgendwie klingt das für mich nach 1939. Also das wäre zum Beispiel noch ein Beispiel für was ich finde, eine atheistische Religion. Ja? Und dann hast du auch wieder, obwohl die zwar einerseits sehr gegen die anderen Religionen sind, und es sind Atheisten, haben sie quasi ja auch ihre eigene Gemeinschaft, ja, weil die haben auch ihre Gemeinschaft und die ihre regelmäßigen Treffen und so weiter, und sie alle haben eben diese Ideologie, ja, wo ich jetzt so ein bisschen beschrieben habe, und die durchaus auch ihre positiven Seiten hat, aber die auch ihre negativen Seiten hat, ja, und deswegen gebe ich dir recht, ja, Menschen sind einfach Menschen, die sind nicht die haben menschliche Fehler, ja, denn das hat man auch, wenn man jetzt sagt, auch Atheisten sind Menschen und auch Atheisten haben menschliche Fehler, ja, und ich glaube, gerade bei den Transhumanisten, da kann man sehen, die hatten zwar vielleicht ursprünglich vor, besser zu sein, ja, und trans bedeutet eigentlich über, und also kann man so übersetzen, und ja, humanes Mensch, ja, also im Prinzip nennen sie sich Übermensch, oder sie wollen, das ist auch ihr Ziel, sie wollen bessere Menschen sein, aber ich glaube, das gelingt ihnen nicht so ganz, ja. Menschen bleiben eben Menschen. Ja? Aber gerade wenn so etwas wie in Paris geschieht, beispielsweise, frage ich mich, sind die Täter wirklich noch quasi normale Menschen, in Anführungszeichen, oder sind das, haben die irgendwelche psychischen Krankheiten? Das ist du meinst jetzt die Attentäter? Ja. Puh. Ich meine. Ja, also ich würde, also
wenn ich ein Psychologe wäre, dann würde ich sagen, dass jemand, der Selbstmord begeht, oder in dem Fall ist es ja nicht nur Selbstmord, in dem Fall ist es ja gleichzeitig mit Mord verbunden, der hat natürlich irgendwelche psychischen Probleme. Das ist schon so gut wie sicher. Ich habe mich auch, das ist ein gutes Thema, ja. Warum machen Leute das? Ja? Weil im Fall dieser Attentäter ist es ja auch nicht nur so, dass sie andere umbringen, sondern die sprengen sich da ja selber mit in die Luft und so. Warum machen die das? Nun ja, sie glauben, sie würden dadurch Märtyrer werden und hätten dann ihre 72 Jungfrauen im Paradies und so. Keine Ahnung, wie das in Islam genau geregelt ist. Also wenn die wirklich so dämlich sind, dann haben sie wirklich psychische Probleme, würde ich sagen. warum machen die das? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist für viele schwer zu verstehen, ja, warum die das machen. Ich kann auch nicht verstehen, wie man sich einer Organisation anschließt, die sich dazu berufen fühlt, Menschen umzubringen, die nicht das Gleiche glauben. Aber dort kann ich es doch noch eher verstehen, die Beweggründe dazu, um das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Disziplin, die Anerkennung und so, das sind alles Gründe, die ich noch einigermaßen so verstehen kann. Allerdings kann ich alles, was danach kommt, nicht mehr verstehen. Du hast ja quasi so ein bisschen einen muslimischen Migrationshintergrund. Also, jetzt sagen wir mal, sind deine Eltern Muslime oder wie ist das? Nur mein Vater, meine Mutter ist sehr Muslim. Ja, und was ist dein Empfinden so von der Religion? Sein Empfinden. Dein Empfinden. Ah, meins. Ja, aber du musst das ja auch ein bisschen mitgekriegt haben. Wenn dein Vater Moslem ist, dann musst du das auch mitgekriegt haben. Naja, ich denke halt eben, so wie du es schon gesagt hast, es kommt auf den Menschen drauf an und nicht auf die Religion. Die Religion wird einfach als Deckmantel für die Taten genommen. Ja. Aber eben, es kommt auch immer auf die Auslegung drauf an und wie jemand eingestellt ist. Ja, das, ich habe vor einer Weile die inoffizielle Biografie von Che Guevara gelesen. Es gibt zwei Biografien von Che Guevara, die offizielle natürlich. Und die inoffizielle. Ja? Und die sind sehr unterschiedlich. Und in der offiziellen wird er auch so ein bisschen als Märtyrer und als großer Held und fast schon Heiliger, ja, dargestellt. Ja? Also atheistischer Heiliger natürlich. Ne? Und in der inoffiziellen Version noch ursprünglich zumindest ja ging das so aus der inoffiziellen Biografie hervor, war Che Guevara noch nicht mal unbedingt irgendwie ein überzeugter Sozialist oder Kommunist. Er war einfach jemand, der gerne Menschen tötete. Ja? Und das hast du halt bei solchen, sag ich mal, bei solchen Ideologien. Oder wenn du solche Kriege führst und andere umbringst, dann ziehst du natürlich solche Menschen an, die gerne Leute umbringen. Ja? Und ich denke, viele, die jetzt zum Islamischen Staat wandern, das sind halt auch einfach solche Menschen, die haben vielleicht auch einfach Spaß daran, andere umzubringen. Aber das klingt jetzt hart, aber dann kann sie gerade so gut nach Frankreich zur Fremdenlegion gehen. Das wäre besser, ne? Das wäre besser, ja. Wobei eine Sache noch mit, weil du gesagt hast, Märtyrer, ich finde diese Leute, die sich da in die Luft sprengen, die sollte man nicht als Märtyrer bezeichnen. Ja, ich meine, klar, der Islamische Staat und so bezeichnet sie als Märtyrer. Aber ich finde, das ist eine komplette Pervertierung von der eigentlichen Bedeutung eines Märtyrers. Ja? Zum Beispiel also im Christentum, Märtyrer sind ja keine Leute, die sich in die Luft gesprengt haben.
ja, Märtyrer waren Leute, die gestorben sind, aber nicht durch ihre eigene Hand. Ja, und das ist eben der Unterschied. Ja. Ich frage mich langsam aber auch, ob noch das Wort Terrorismus für so etwas anwendbar ist. Ich meine, heute wird mit dem Wort so schnell um sich geschmissen, da sollte man langsam ein bisschen vorsichtig sein, was jetzt Terrorismus ist und was nicht. Was ist denn deine Definition? Also, ganz klar, so etwas ist ein terroristischer Anschlag. Etwas, das unter dem Deckmantel der Religion oder so verübt wird. Aber etwas, das, keine Ahnung, nichts mit der Religion zu tun hat, sondern nur irgendwie mit einem gestörten Denkweise, ist kein Terroranschlag. Also, also wenn zum Beispiel, kennst du die Rote Armee-Fraktion, RAF? Sag ich. In der Schweiz wahrscheinlich nicht so bekannt. Aber in Deutschland, das war eine sehr berüchtigte, sage ich mal, Terrororganisation in Deutschland. Ah, diese Neonazis, oder? Nein, ja, gibt's auch. Wir können auch Neonazis als Beispiel nehmen, ja. Wobei natürlich auch nicht alle Neonazis Terroristen sind, aber da gibt es auch terroristische Gruppen, ja. Ja gut, was ich damit sagen wollte, ist, es ist ja nicht nur so, dass nur religiöse Gruppen Terroristen sein können, ja. Gibt ja alle möglichen anderen Terroristen auch. Ich würde sagen, Terroristen sind einfach Leute, die eben so Anschläge machen, ja, sagen wir es mal so, ja, und wo es halt nicht Teil von einem offiziellen Krieg ist, ja, wo es nicht, wobei, das ist ja auch ein Unterschied, normalerweise in einem Krieg, da kämpfen, was weiß ich, zwei Soldaten miteinander, ja, und diese Terroristen, die kämpfen ja nicht gegen Soldaten, was der Islamische Staat meistens in die Luft jagt, das sind ja nicht irgendwelche militärischen Ziele, das sind ja Zivilisten, die überhaupt nichts mit irgendwas zu tun haben. Die USA würde das als weiches Ziel bezeichnen. Ja, weiches Ziel, genau, ja, das ist der richtige Ausdruck. Ja, das ist der professionelle Ausdruck, ja. Und es hat auch einen gegenteiligen Effekt eigentlich. Eigentlich bringt es den Terroristen an sich gar nichts, weil alles, was es denen bringt, ist, dass Frankreich natürlich dann erst recht gegen den Islamischen Staat kämpfen wird. Aber ist dir mal etwas aufgefallen bei den Terroranschlägen des Islamischen Staates? Diese groß angelegten Terroranschläge kommen immer dann, wenn sie gerade Boden verdienen und das großartig in den Medien durchgegeben wird. Um wieder neue Schlagzeilen zu bringen. Zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Charlie Hebdo. Im Januar. Dort kämpften sie ja gerade um Kobane und der IS verlor langsam aber sicher am Boden. Dann machten sie diesen Anschlag und schon waren sie wieder mit etwas anderem in den Medien. Du meinst, das quasi so als Propaganda gedacht ist. Genau. Ja? Dass die Medien über den Anschlag berichten und nicht darüber, dass der Islamische Staat Land verliert. Genau. Ja, das kann sein. Das stimmt auch. Ich hab in den Medien. Das stimmt auch. Das war auch. Bevor das mit Paris war, wurde berichtet, ja, Islamischer Staat ist am Abkacken, ne? Genau. Und seitdem das jetzt mit Paris war, war nur, oh, die schlimmen, bösen Terroristen, die so mächtig sind und so. Ja. Eigentlich hat man jetzt quasi dem Islamischen Staat zu so einem Image-Boost verholfen, ne? Mhm. Ja. Deswegen finde ich, sind die auch falsch, wenn man zu viel darüber berichtet. Klar, man muss darüber informieren, gar kein Thema, aber wirklich nach den Anschlägen wurde ja etwa eine Woche lang einfach nur stündlich nur noch über das berichtet. Und das finde ich irgendwie falsch. Man sollte vielleicht dann, wenn so etwas passiert, einmal am Tag eine detaillierte Informationsdings herausgeben und gut ist, aber nicht wirklich nur noch darüber berichten, denn eben dann gibt man diesen wieder Propaganda quasi. Ja, bin ich deiner Meinung. Ich habe das damals voll mitbekommen, als das mit September 11 war. Ich war auch zu dem Zeitpunkt in New York. Ich habe noch ein schönes Foto gemacht von mir,
als die Türme noch standen, ja, mit mir und den Türmen im Hintergrund. Ja, und ich habe das eigentlich alles voll mitbekommen. Und auch vor allem die Paranoia, die danach war. Ich weiß noch, als ich in New York angekommen war, das war ein paar Tage bevor September 11, ja. Und da habe ich noch Witze am Flughafen gemacht, so, wenn ich mich mal, da haben sie mich nur hier durch den Metalldetektor geschickt, ja. Und da habe ich gedacht, jetzt untersuchen sie mich doch nicht so genau, ja, sonst finden sie doch meine Bombe und so, ja, habe ich halt auch da so Witze gemacht. Und die Security hat auch gesagt, ja, ich mache nicht solche Witze, schon okay. Ja, würde ich so einen Witz machen, würde es wahrscheinlich gleich die Handschellen klicken. Dann war ich nach September 11 nochmal in New York und nochmal am Flughafen. Und da habe ich mich gar nicht mehr getraut, überhaupt diese Witze zu machen, bevor ich überhaupt in den Flughafen gekommen bin, weil überall diese Lautsprecher ansagen, ja, Achtung, Witze über Bomben werden ernst genommen und und vor allem die Paranoia der Leute war schon extrem, ja. Und ich habe damals, ich war glaube ich einer der Ersten, der dann kam mit, könnte das ein Inside-Job gewesen sein? Und das war aber ein paar Tage, das war doch nur eine Überlegung von mir, ne? Und das war ein paar Tage, nachdem das war, ja? Ich war in den USA und es war ein paar Tage nach September 11. Und die Leute alle, ja, also ich habe mich danach nicht mehr getraut, das zu sagen, weil die alle natürlich mich angegriffen haben und dann war ich der böse Terrorist und so. Also darüber können wir auch gerne diskutieren. Nein, Lärm, damals war es ja nicht Obama. Der Osama-Verteidigung will, ja, wo ich gesagt habe, es könnte vielleicht ein Inside-Job gewesen sein, ja, und dann war ich der böse Terrorist und die Leute haben mich angegriffen. Ein paar Jahre danach, die gleichen Leute, die mich damals angegriffen haben, weil ich gesagt habe, es ist Inside-Job, waren die selber die größten Verschwörungstheoretiker, ja. Du merkst, wie leicht sich die Leute von den Medien beeinflussen lassen, ja. Damals war halt in den Medien, tötet Osama und guter Krieg und toller Bush und wir lieben alle Bush und tötet alle Muslime und so, ja, so ungefähr war die Stimmung und so war die Stimmung unter den Leuten, so war die Stimmung in den Medien. Dann hat sich das geändert, ein paar Jahre später haben sich auch die Medienberichte geändert und die Medienberichte wurden langsam, also über Bush wurde auch dann mehr negativ berichtet und dann erst dann haben sich die Leute auch geändert und dann haben die Leute angefangen zu sagen, ja, Bush ist scheiße, aber kurz nach September 11 hätte sich niemand getraut, das zu sagen, außer aber ich und ich wurde angegriffen. Ich habe da mal eine kleine Frage, also ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern, ich war da 6 Jahre alt oder so. Hat es damals auch eine solche Solidaritätswelle wie jetzt mit Paris gegeben, oder? Was meinst du mit Solidarität? Beispielsweise das mit diesem komischen Facebook-Profil, wo plötzlich alle irgendwie die französische Flagge... Facebook war damals noch nicht so ein Ding wie heute. Ne? Gut, klar, aber auch damals gab es doch sicher schon irgendwelche... Ja, was es damals schon gegeben hat und was ich jetzt auch bei Paris wieder gesehen habe, ist, jeder rennt dann mit so einer Frankreich-Flagge rum, ja, jetzt, ja. Und damals sind sie natürlich alle mit Amerika-Flagge rumgerannt, oh ne? Und das war extrem, auch in Deutschland hat jeder eine Amerika-Flagge auf einmal aufgehängt, ja, in Deutschland sogar, ja, und in Amerika natürlich erst recht, hatte jeder in seinem Garten mindestens eine Amerika-Flagge, wenn gut, es gab kein Haus, wo keine Amerika-Flagge hatte, ja, also vorher hatte auch in Amerika keine Sau eine Amerika-Flagge, aber nach September 11 haben alle Amerika-Flagge, ja, also wenn das tatsächlich eine Verschwörung war und irgendjemand dahinter steckt, dann würde ich sagen, es steckt, China dahinter, weil so viele Amerika-Flaggen haben sie seitdem. Ja, die Amerika-Flaggen werden ja in China gemacht. ja. Sag mal, hast du das jetzt eigentlich alles aufgenommen? Hat das funktioniert? Ja, natürlich. Ich habe es hier. Ey, super. Ja, ich habe jetzt viel geredet. Ich rede mal ein bisschen weniger, sonst wird das zu viel. Also ich habe jetzt die Aufnahme gerade abgebrochen, aber ich kann es sonst nochmal starten. Ja, wie du meinst.
Ah, sie läuft wieder. Sag du mal was, ich hab jetzt so viel geredet. Nun, ich finde es eigentlich schon krass, wie jetzt Leute, die eigentlich gar keinen Bezug zu Paris haben, plötzlich so tun, als ob sie darum trauen. Ich meine, jetzt mal ehrlich, es klingt jetzt hart, aber mir ist das fast schon ein bisschen egal. Klar, es ist krass und sowas dort geschehen, es ist auch schlimm, aber ich habe keinen Bezug zu der Stadt und ich kenne auch niemanden dort. Warum sollte ich dann darum trauen? Ja, so war das bei September 11 auch. So habe ich es auch in Erinnerung damals. Wobei, ja, damals war es ein bisschen anders, weil ich kannte Leute, jetzt, ich kannte persönlich, also es ist keiner meiner Freunde dort umgekommen, aber es waren Leute unmittelbar dort, auch Freunde von mir, die waren unmittelbar dort, wir haben es alle überlebt, aber die waren natürlich alle total traumatisiert. Das habe ich dann auch gemerkt, nachdem ich dann, ich habe mit denen gesprochen, bevor das passiert ist, und dann habe ich nochmal mit denen gesprochen, nachdem das passiert ist, und es waren irgendwie andere Menschen. Und die ersten Wochen danach waren die ziemlich traumatisiert. Deswegen ist es für mich schwierig, das jetzt zu vergleichen, weil damals bei September 11, da war es schon persönlicher, ja, eben weil ich da dort war und weil ich Leute kannte, die eben auch wirklich von diesen Trümmern, die da rumgeflogen sind, wegrennen mussten und so, ja, da war das einfach auch ein bisschen persönlicher für mich. Und jetzt mit Paris, ja gut, in Paris kenne ich keinen. Ne? Aber natürlich das Verhalten in den Medien und wie die Medien damit umgehen, eigentlich genau gleich. Aber mich regt das wirklich fast schon auf, dass jetzt Leute, die gar keinen Bezug zu der Stadt haben, so tun, als ob sie darum wirklich trauen. Ich habe wirklich das Gefühl, die tun nur so. Oder bilden sich das nur ein? Aber ich meine, ich kenne selber Leute, die jetzt dieses Frankreich-Profilbild haben und alles, aber keinen Bezug zur Stadt haben und so tun, als ob es ihn ach so reizt hätte. Klar, schlimm war, das müssen wir gar nicht darüber reden, aber... Ja, ich glaube, das ist, was die Leute meinen mit Solidarität zeigen. Was für Solidarität, was bringt jetzt das, wenn ich mein Facebook-Profilbild ändere? Ich verstehe es einfach nicht, das geht mir nicht rein. Ja, das sind halt so die Rituale, die die Leute halt so machen. Ne? Ich meine, wenn die Leute heutzutage noch alle so religiös wären, dann wären es irgendwelche religiösen Symbole. Ja, ja klar, im Islam hat man entsprechende religiöse Symbole und die haben ihre Flaggen und ihre Zeichen und das ist halt quasi so ein, ja, dann halt ein entsprechendes Ritual von uns. Ich sehe es wie ein Ritual an, ne? Ist okay. Eigentlich so. Gut, auch YouTube hat ja sein Banner geändert. Ja, dadurch bin ich drauf aufmerksam geworden. Ja? Weil ich hab keinen Fernseher und nichts. Und plötzlich hat er bei YouTube irgendwie diese französische Flagge und dann habe ich so, warum hat er eine französische Flagge? Und dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt und so bin ich dann erst darauf aufmerksam geworden, dass da was passiert ist. Ne? Aber jetzt ist es, wie lange ist es jetzt her? Etwa 2 Wochen, 1,5 und schon redet niemand mehr groß darüber. Ja, ich merke, Ich habe das schon im Vorgespräch ein bisschen gesagt. Ich arbeite als Security beim Amtsgericht. Bevor das mit Paris war, waren die Leute alle so, vor allem ältere Menschen und so, ja. Die waren dann, warum müssen sie mich jetzt da kontrollieren? Ich will das nicht. Nein, meine Tasche zeige ich Ihnen nicht. Das geht Sie nichts an, was da drin ist.
ne, und da waren die Leute immer so drauf. Es war immer schwierig, ja, da muss man den Leuten erklären, ja, das ist halt so und das hat nichts mit ihnen persönlich zu tun. Ja, und die Leute waren so drauf, ey, warum müssen sie mich kontrollieren? Ich habe doch nichts gemacht, ich bin kein Verbrecher. Und ja, es war immer ganz schwierig. Und man muss die Leute erstmal beruhigen und ihnen erklären, warum das eben so Vorschrift ist und so weiter, bevor sie dann bereit waren, sich durchsuchen zu lassen. Und jetzt, nachdem das mit Paris war, war das überhaupt nicht mehr. Man musste niemandem mehr erklären, warum das gemacht wird und so. Und die Leute haben, und es hat sich keiner mehr irgendwie geweigert und so, sondern im Gegenteil, es hat sich auch keiner beschwert. Im Gegenteil, die Leute haben alle gesagt, ja, ich finde das gut, dass ihr hier seid, dass ihr das macht und so. Ja. Das hat sich sehr geändert. Ja. Also, insofern hat es meine Arbeit jetzt viel leichter gemacht. Aber du hast ja auch gesagt, dass ihr jetzt nur mit Waffen und so wirklich patrouilliert. Ja, die sind auch ein bisschen paranoid geworden. Bevor das mit Paris war, es hatte theoretisch, also jetzt jeder der Beamten, die da arbeiten oder mit denen ich zusammenarbeite, die hatten zwar auch vorher schon alle eine Schusswaffe und die hatten auch vorher schon kugelsichere Westen, aber die haben sie nie getragen. Nie. Die hingen irgendwo im Keller rum, hat sich keiner für interessiert. Ja? Auch nach Paris hat sich keiner für interessiert und keiner wollte das tragen, weil alle gesagt haben, das ist schwachsinnig. Ja? Uns strengt hier sowieso keiner in die Luft und falls doch, schützt uns unsere Stichweste da auch nicht. es wollte danach auch keiner tragen, aber seit Paris ist es jetzt halt Vorschrift. Ja? Muss jeder tragen und dann kam eben auch die Vorschrift mit, ja, Streife laufen und bla. Und ja, es kann dann halt alle möglichen Vorschriften, die es vorher nicht gab. Und wie lange, was denkst du, wie lange wird es jetzt so bleiben? Ich denke, das wird so bleiben. ich denke, das wird so bleiben, ja. Das geht nicht mehr weg. Okay. Also zumindest die Vorschriften jetzt. Ja. Also es wird ja sowieso immer mehr. Ja. Ich denke, manche Politiker sicherlich, die suchen dann auch, die hatten vielleicht sowieso schon vor, gewisse neue Gesetze oder Vorschriften und so weiter rauszubringen. Und die warten dann auch, bis dann sowas passiert und dann. Und dann haben sie die Möglichkeit, das eben durchzubringen. Ne? Das ist wie bei mir im Kleinen, ja. Dass eben bevor das passiert ist, hatten die Leute kein Verständnis dafür, wenn sie kontrolliert wurden. Und seitdem finden sie das alles gut. Und so ist es auch mit den entsprechenden Gesetzen und Regelungen, ja. Wenn man die vorher gemacht hätte, wären sie nicht durchgegangen. Aber jetzt gehen sie halt durch. Ne? Mich nimmt das Wunder, wie es sein wird, wenn ich das nächste Mal ein paar Polizisten begegne. Ich meine, ich bin mich ja gewohnt, dass ich kontrolliert werde und so. Ich wurde auch schon für einen Flüchtling gehalten, was ich ein bisschen krass fand. Aber mich nimmt das Wunder, wie es das nächste Mal sein wird. Ich meine, ich sehe vielleicht ein bisschen fertig aus, aber doch nicht gerade so, als ob ich irgendwie tausende von Kilometern gewandert wäre. Ja, das ist auch ein schwieriges Thema mit diese Flüchtlingsgeschichte. Die Medien berichten da auch so viel drüber und die Leute übernehmen halt das, was sie da in den Medien hören. Ne? Aber ich finde, man sollte auch mehr über die Schicksale dieser Menschen berichten. Ja, es gibt zu wenig berichtet. Ich finde einfach, man soll sich diese auch aufnehmen. Ich meine, ja, das hat doch schon etwas mit Menschlichkeit zu tun, dass man die aufnimmt. Und Ich habe lange Zeit neben einem Asyllager gewohnt und meistens sind die Bedingungen da so schlecht, dass keiner auf die Idee kommen würde,
das freiwillig oder irgendwie so zum Spaß zu machen. Ja? Ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen der Sinn davon. Ja? Die machen die Bedingungen in Asylheim absichtlich schlecht, eben damit nur diejenigen kommen, die es wirklich nötig haben. Aber das ist auch unlogisch, weil diejenigen, die es wirklich nötig haben, die sind dann unter solchen schlechten Bedingungen. Ne? Und die Bedingungen sind wirklich schlecht. Wobei das vielleicht auch von Asyllager zu Asyllager unterschiedlich ist. Klar, in manchen Gegenden sagen die Leute, ja, die Asylanten haben es viel zu gut, aber die haben meistens keine Ahnung. Ja, ich meine, wer geht denn schon wirklich mal in so ein Asyllager rein und guckt, unter welchen Bedingungen diese Asylanten wirklich leben müssen? Ja, die meisten Leute, ich wohne ja beispielsweise in einem kleinen Dorf, neben uns ein Asyllager, da, also ein Asylantenheim. Und seitdem ist es nicht mehr auszuhalten. Die Straßen sehen aus wie vorher. Polizei ist auch nicht mehr dort als sonst. Also, das geht so nicht. Nein, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe noch nie etwas in diesem Dorf gegen Flüchtlinge gehört, seit die dort sind. Und sonst überall hört man nur, wie böse die Flüchtlinge sind. Aber dort, wo sie sind, gibt es gar keine Probleme eigentlich. Das finde ich noch relativ krass. Ja, man hat Angst vor dem, was man nicht kennt. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, ja. Ja, die meisten Deutschen, die beschweren sich, wenn sie was weiß ich von 400 Euro oder so Hartz IV leben müssen. Aber dass die Flüchtlinge von 50 Euro im Monat leben müssen, ne? Das ist ihnen egal. Das wissen die meisten Deutschen auch gar nicht. Ja? Also Flüchtlinge, oder ne, wenn man Asylsuchender ist, man muss von 50 Euro im Monat leben, man darf nicht arbeiten, man darf die Stadt nicht verlassen, man muss bis 10 Uhr abends wieder zurück im Asyllager sein, man hat meistens ein Zimmer, ja, entweder ist ein ganz kleines Zimmer, dann hat man es alleine, oder wenn es ein bisschen größeres Zimmer ist, also sagen wir mal mehr als 10 Quadratmeter, dann muss man es mit anderen Leuten teilen. Man hat keine eigene Toilette, sondern man hat so, meistens ist es so, dass es so ein Flur ist mit, was weiß ich, vielleicht 100 verschiedenen Leuten auf einem Flur und hat eine Toilette für den ganzen Flur und eine Küche für den ganzen Flur. Ne? Ja, und so sind die Bedingungen. Dass die Straße oder die Adresse von dem Asyllager, wo ich in der Nähe gewohnt habe, das war die Adresse war Böse Lagerstraße 1. Ja? Das war der offizielle, kannst du auch in Google Maps oder so nachgucken. Die Straße heißt wirklich Böse Lagerstraße. Ja? Nein, das ist der Name der Straße. Das sagt eigentlich schon alles. Ne? Nein, dieses Flüchtlingsthema, das ist wirklich etwas. Und die Leute, die am extremsten sind, kennen das gar nicht, kennen gar keine Flüchtlinge und haben gar keinen Bezug zu dem Thema. Das finde ich wirklich schlimm, ehrlich gesagt. Ja. So ist es ja. Ich glaube, unterbewusst wollen diese Leute sich auch nicht damit beschäftigen, eben weil sie Angst haben, dass, wenn sie sich damit beschäftigen würden, sie vielleicht merken würden, dass es eben nicht so ist, wie sie denken. Ne? Aber dann hätten sie ja nichts mehr, über das sie sich aufregen könnten. Ja. Ja, vielleicht, ich hoffe, du hast das jetzt alles aufgenommen, dann vielleicht sehen manche Leute das Video und das hilft dann vielleicht ein bisschen. Was viele auch nicht wissen ist, ich bin eigentlich der Ausländer, ne? das bedenkt man meistens nicht, ne? Weil die Leute nach Oberflächlichkeiten gehen, ne? Ich bin Spanier. ich kann zwar kein Spanisch, aber nach spanischem Recht ist jeder, der in Spanien geboren ist, automatisch Spanier. Also ich bin Marokkaner, also einfach so Dings, aber ich habe immer noch den Schweizer Pass, glücklicherweise. Ja, also man hört bei dir zumindest, dass du Schweizer bist. Also ich könnte auch hier rumschreien, Hamala, Hamala, Dihad, Haram, Haram und so, aber ja. Ja,
Wenn man Bart ein bisschen länger wäre, dann würde es auch hinkommen. Ne? Dann könnte ich, hier Pierre Vogels dickerer Bruder sein oder so. Das ist, glaube ich, sowieso der größte Idiot überhaupt. Ja, wenn das Video auf YouTube kommt, dann äußere ich mich dazu lieber nicht öffentlich. Dann sage ich lieber nicht, was ich persönlich von Pierre Vogel halte, aber das ist gut, das ist ein anderes Thema. Was, nein, ey, ganz ehrlich, was hältst du von ihm? Ich schneide es sonst raus. Was halte ich von ihm? Ja, ja, früher fand ich ihn gar nicht schlecht. Ich habe eigentlich früher alle seine Videos angeguckt, habe gedacht, ja, ist gut, er hat recht und so. Und habe gedacht, die Leute, das ist alles nur Vorurteile und er ist ja eigentlich total friedlich und so. So habe ich zumindest früher gedacht. Aber da habe ich gemerkt, seine Videos haben sich auch ein bisschen verändert. Ja? Ich fand, früher waren seine Videos noch friedlicher. Aber mittlerweile, früher hat er sich auch noch, glaube ich, deutlicher gegen Terrorismus ausgesprochen und hat das auch wirklich ganz deutlich gesagt. Aber dann habe ich gedacht, wenn das jetzt, seitdem das jetzt mit dem Islamischen Staat und so weiter ist, ja, und wo der Terrorismus da jetzt so richtig losgeht, da habe ich gedacht, sicherlich wird Pierre Vogel das jetzt noch deutlicher ansprechen, warum es falsch ist mit dem Terrorismus und so weiter. Und ich fand, das hat er eigentlich nicht gemacht. Ja? Er hat vielleicht so ein bisschen das Nötigste gemacht, was er eben so machen musste und nicht irgendwie selber als Terrorist zu gelten. Aber er hat nichts irgendwie deutlich gesagt. Er hat nicht irgendwie gesagt, ja, hier, was der Islamische Staat macht, ist falsch oder sowas. Nee, hat er nicht gesagt. Und ich finde, das hätte er sagen müssen. Oder das hätte er zumindest deutlicher sagen müssen. Und das hat er nicht gemacht. Und seitdem bin ich eigentlich, ja, bin ich enttäuscht von ihm. Ja. Naja, würdest du Pierre Vogel als Sympathisant von Terror bezeichnen oder nicht? Oh, schwierige Frage. Was muss ich mich sowas fragen? Das ist viel so, was weiß ich, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, ich denke vielleicht, er selber will sich da noch irgendwie beide Türen offen lassen. Ja? Er will einerseits will er natürlich nicht als Terrorist und Hassprediger gelten und andererseits will er sich natürlich auch nicht irgendwie dem Islamischen Staat zum Feind machen und deswegen sagt er nichts Konkretes. Deswegen ich finde aber, das sollte er machen. Ich finde, er sollte konkret was sagen. Ja? Wenn er versucht ja immer zu sagen, ja, er sei friedlich und er sei gegen Terroristen und der Islam ist völlig friedlich und so weiter. Ja, wenn das wirklich so ist, dann warum sagt er dann nichts Klares gegen diese Terroristen? Ja? Es gab sogar viele Videos, ich habe gerade als das mit dem Islamischen Staat losging, gab es viele Videos, wo er versucht hat, ich fand, er hat den Islamischen Staat verteidigt. Er hat versucht, das zu relativieren. Er hat gesagt, ja, man weiß ja gar nicht, ob das der Islamische Staat war und man weiß gar nicht, wie die Situation dort ist. Ja, und er hat das versucht, alles so ein bisschen zu relativieren, auch die Terroranschläge. Er hat alles so ein bisschen versucht zu relativieren und ich finde einfach, das war die falsche Reaktion. Ich finde einfach, wenn er wirklich friedlich ist, dann hätte er da was anderes sagen müssen. Gut, er wird wahrscheinlich ja sowieso 24 Stunden vom Verfassungsschutz überwacht, weil wer lässt jetzt ihn schon weiter einfach so reden, so wie er sich teilweise ausdrückt und so. Ja, ich weiß, dass er schon eine ganze Weile nicht nur vom Verfassungsschutz, sondern es gibt alle möglichen Leute, die sich interessieren, ja. Und da wird er schon eine ganze Weile von allen möglichen Leuten beobachtet. Das weiß ich, weil ich mal mit so jemandem gesprochen habe, der hat auch direkt Pierre Vogel erwähnt, ja, und das ist schon 10 Jahre her. Ja? Also es gibt schon seit einer ganzen Weile gibt es Leute, die sich für Pierre Vogel interessieren. Und damals, der, mit dem ich damals gesprochen habe, der hat damals schon gesagt, dass die Pierre Vogel, das war nicht der Verfassungsschutz, aber sowas ähnliches, ja.
Und der hat damals schon gesagt, dass eben seine Organisation Pierre Vogel beobachtet, weil sie den Verdacht haben, dass er eben doch so diese Terroristen unterstützen könnte. Ja? Und das war schon vor 10 Jahren. Und damals habe ich dann habe ich eben angefangen, diese ganzen YouTube-Videos von Pierre Vogel anzugucken, weil ich gedacht habe, muss ich mir mal meine eigene Meinung bilden? Und dann habe ich gedacht, nee, der hat doch total Unrecht. Pierre Vogel ist total friedlich, der unterstützt bestimmt keine Terroristen. Ja? Das war eben damals mein Eindruck. Ja? Aber jetzt bin ich mir da auch nicht mehr so sicher. Ja? ja. Naja, also es gab ja diesen Rapper da, Desodok, der ja, bevor er nach Syrien ging, sehr viel Kontakt mit Pierre Vogel hatte. Und ja, spricht das nicht ein bisschen für sich eigentlich? Ja, ich weiß, was jetzt der Vogel drauf antworten ja. Ja, schwieriges Thema, schwieriges Thema. Ich denke, falls das Pierre Vogel jetzt hören sollte, was er sowieso nicht tut, ich finde einfach, er sollte sich da klar zu aussprechen. Ja? Wenn er wirklich friedlich ist, dann sollte er auch klar Stellung beziehen. Ja? Und sich, wenn es drauf ankommt, auch wirklich für die friedliche Seite entscheiden. Ja? Ja, das ist so. Oder auch wenn er sich für die Terroristen entscheidet, mir ist es egal. Hauptsache, er zeigt wenigstens Flagge, ehrlich gesagt. Ja, stimmt, ja, finde ich auch. Okay, ja, wenn er den islamischen Staat gut findet, okay, seine Sache, ja, muss er wissen, genau, aber dann soll er das auch klar sagen und nicht so einerseits so tun und dann andererseits aber vielleicht anders sein, ja, es ist, soll er doch ehrlich dann wenig, genau. Aber was ich das Gefühl habe, ist einfach, dass viele seiner Zuhörer und so sehr ambivalente Personen sind. Einmal sind sie Terroristen, fast schon Terroristen, und am nächsten Tag sind sie wieder halb zur Hälfte Nazis und ja. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Sicher nicht alle, aber sicher viele, bei vielen könnte das sicher noch zutreffen. Ich meine, der hat so eine Ausdrucksweise und so, dass er auch Leute anzieht, die sicher ein bisschen labil sind. Nee, er war früher Boxer, ne? Was? Der Vogel war früher Boxer. Oh. Das könnte jetzt auch schon so. Ja, gut, ich sag mal nichts dazu. Ich meine, es könnte auch so sein, dass er dann durch den Islam gemerkt hat, dass es falsch ist, sich gegenseitig die Fresse einzuschlagen oder so, ja. Gut, das weiß ich nicht. Ja, aber er war früher Boxer. Also es ist falsch, sich die Fresse einzuschlagen, aber es ist nicht falsch, einen Terroranschlag zu relativieren. Gut, ich wollte eigentlich nicht direkt drüber sprechen, aber ich merke, wir müssen kurz direkt drüber sprechen, weil sonst reden wir zu viel im heißen Brei. Ich habe das in meinem anderen Video schon angesprochen. Ich versuche es kurz zu machen. Der Islam ist im Prinzip eine Abspaltung vom Christentum. Viele Moslems sagen dann, nee, ist nicht so, aber ja, eigentlich schon. Ja, ja. Weil es gibt, ja. Ja, kann man eigentlich so sagen. Ne? Moslems sind natürlich auch der Meinung, dass es da durchaus eine Verbindung gibt. Ich meine, das kann man nicht leugnen. Es gibt durchaus eine Verbindung zwischen Christentum und Islam. Und aber Moslems sagen natürlich, die Verbindung sieht nämlich so aus, dass der Islam die ursprüngliche Form vom Christentum wäre. Ja? Wobei Christen es natürlich so empfinden, dass das Christentum die ursprüngliche Form ist und der Islam die Abspaltung. Aber egal, wie man es jetzt formuliert, so oder so gibt es da eine Verbindung, ja, zwischen Christentum und Islam. Und im Islam gibt es ja auch einen Jesus. Ja? Oder ja, ich sag mal einen Jesus, weil es gibt zwar einen Jesus im Islam und der kommt, ich glaube, hunderte Mal sogar im Koran vor, ist die Rede von Jesus.
Aber Jesus war ja auch ein islamischer Prophet. Es spricht der Bibel, ja. Und die Muslime sagen, es widerspricht deswegen der Bibel, weil die Bibel verändert und verfälscht wurde, ja, im Laufe der Zeit. Und der Koran sei quasi so, wie alles wirklich war. Aber der Jesus im Koran, der unterscheidet sich wirklich von dem Jesus in der Bibel. Und vor allem steht ja, das habe ich vorhin schon gesagt, in der Bibel steht, oder Jesus hat gesagt, dass wenn ein jemand auf die eine, um es genau zu sagen, Jesus hat gesagt, ihr wisst, und da bezieht das sich auch aufs Alte Testament, ja, wenn du zum Beispiel, und das ist natürlich auch das Argument von vielen, ja, das Alte Testament, dass da auch von Gewalt und so weiter die Regel. Und Jesus hat aber gesagt, ihr wisst, es steht geschrieben, Aug um Aug, Zahn um Zahn. Ja? Also, so steht es im Alten Testament. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Unrecht tut. Mehr noch, wenn euch jemand auf die eine Backe schlägt, haltet ihm auf die andere Backe hin. Ja? Auch als Jesus verhaftet wurde, seine Jünger waren ja bei ihm und seine Jünger hatten auch Schwerter und wollten ihn verteidigen und sie hätten verhindern können, dass er verhaftet wird, ja, und hätten ihn verteidigen können. Und dann hat Jesus aber gesagt, stellt dein Schwert weg, denn wer mit dem Schwert tötet, wird durch das Schwert umkommen. Ja? So, und das steht jetzt natürlich im Widerspruch nicht nur zu dem Jesus im Koran, sondern ja, auch im Widerspruch zu dem Verhalten von Mohammed selber, ja, weil das war ja nicht jetzt das Verhalten von Mohammed, ja, Mohammed hätte sich nicht so verhalten, sondern, ja, Mohammed ganz klar, er hätte den Leuten halt gesagt, ja, verteidigt mich, ja, und, ja, ne? Und Mohammed war ja auch ein, wie sagt man, ein großer militärischer Befehlshaber, hat dann eigenen Armeen gehabt, hat Kriege geführt und so weiter. Ja, also das steht alles im Widerspruch zum Neuen Testament, zum Verhalten von Jesus. Und auch die Art und Weise, wie Jesus im Koran beschrieben ist, steht im Widerspruch zu dem Jesus im Neuen Testament. Ja. Also war dann Jesus quasi gesagt, mit Mohammed gleich, oder ja? Wie? Dann setzt du Mohammed quasi mit Jesus gleich, oder wie? Ich nicht, nein, was soll ich sagen? Es macht für mich einfach keinen Sinn, dass quasi, Muslime sagen ja quasi, Mohammed sei der letzte Prophet, sei der korrekteste Prophet, was er gemacht hat, das ist alles richtig und was im Koran steht, das ist alles richtig. Und es macht für mich einfach keinen Sinn, dass, dass man quasi sagt, das friedliche Verhalten von Jesus, das wäre falsch und das wäre das veränderte Verhalten und ursprünglich wäre Jesus nämlich ein Moslem, ursprünglich wurde er nicht ans Kreuz genagelt, ursprünglich wurde er nicht verhaftet, ursprünglich war er nicht friedlich, ursprünglich hat er Dschihad geführt und hat seine Angreifer alle im Kampf besiegt oder irgendwie sowas. Ja, das ist ja ungefähr das Verhalten vom Moslem. Das klingt jetzt ein bisschen gewalttätig, ist es aber eigentlich nicht. Eigentlich ist es auch friedliches Verhalten, weil für Moslems ist ja auch sehr wichtig, dass sie nicht angreifen. Ja, sie greifen zwar nicht an, aber wenn sie angegriffen werden, na dann schlagen sie zurück. Ja. Ja, das ist zwar, man kann sagen, das ist vielleicht auch noch friedlich, weil immerhin greifen sie ja nicht an, aber es ist natürlich nicht das Verhalten von Jesus im Neuen Testament und es ist nicht von wegen, ja, halt ihm die andere Backe hin. Ja? Nun, ich weiß nicht, wie es im Judentum dargestellt wird, aber das würde mich auch mal interessieren, weil ich meine, das Christentum hat ja seine Grundlage im Judentum. Und ich frage mich, ob es mit dem Islam nicht auch so ist. Ja, Juden würden natürlich auch sagen, dass das Christentum eine Abspaltung aus dem Judentum ist.
ist es ja im Grunde genommen auch. Kann man so betrachten vielleicht, ja. Ja. Aber was ist dann der Islam? Ist er eine Abspaltung auch des Judentums oder des Christentums? Oder ist es eine andere Religion, die einfach mit den beiden Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, es ist vor allem eine Abspaltung aus dem Christentum. Aber es gibt natürlich auch Elemente aus dem Judentum, die es im Christentum nicht gibt. Ja, zum Beispiel, dass sich Muslime beschneiden. Ja? Das ist ja eine Sache, die machen Christen nicht. Ja, das haben Christen eigentlich aufgehört zu machen. Es gibt auch einen Text in den Apokryphen, wo Jesus quasi sinngemäß sagt, dass es nichts bringt, sich beschneiden zu lassen. Ja, aber die Muslime, die beschneiden sich ja an. Und da könnte man sagen, ja, das haben sie vielleicht von den Christen, von den Juden übernommen. Ja, es gibt natürlich noch mehr Sachen, die sie von Juden übernommen haben. Auch das mit Koscher, ja, weil Juden essen ja nur Koscher. Gut, aber das hat ja auch praktische Gründe. Auch nicht, ja. Das hat ja auch praktische Gründe, wegen der geografischen Lage, in der die Religionen entstanden sind. Es waren ja heiße Regionen, sind es ja teilweise immer noch. Und Schweinefleisch konnte man damals wegen dem hohen Fettgehalt einfach nicht über längere Zeit lagern. Und irgendwann wurden das dann auch in die Religion übernommen. Genauso ist es auch mit der Beschneidung. Früher hatte man ja diese Hygienestandards nicht und dann haben sich die Männer häufig Entzündungen eingefangen und deshalb hat man begonnen, sich zu beschneiden. Ja, wobei das, ich weiß nicht, wie es beim Islam ist, ob direkt im Koran drinsteht, dass man sich beschneiden lassen muss. Das kann sein, das weiß ich nicht. Also, wie gesagt, bei den Christen steht das nicht im bei den Juden ist es eigentlich auch nicht spezifisch, ja. Es ist ein schwieriges Thema. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut mit aus. Aber es gibt auch Juden, die sich eben nicht beschneiden, ja. Ich selber denke auch, dass es nicht nötig ist. Und ich finde, es steht auch im Widerspruch, ja. Und das ist auch, was Jesus gesagt hat, also laut Thomas-Evangelium, was in den Apokryphen ist, also was eine apokryphische Schrift ist, da hat Jesus gesagt, Jesus wurde gefragt, ob sich Christen beschneiden lassen sollen. Und da hat er gesagt, oder ob es nützt, ja, ob die Beschneidung von Nutzen ist. Und da hat er Jesus geantwortet, wenn es von Nutzen wäre, dann wären die Menschen schon fertig beschnitten aus dem Mutterleib gekommen. Ne? Und das ist auch so ein bisschen die Argumentation von Christen überhaupt, dass sie sagen, der Mensch wurde in Gottes Ebenbild erschaffen und er wurde schon perfekt geschaffen. Und ich hatte mit einem Moslem das gleiche Thema. Der Moslem hat mir auch gesagt, ja, die Menschen wurden von Gott erschaffen und die wurden in Gottes Ebenbild erschaffen. Und so wie es Gott eben haben wollte. Und da habe ich ihn gefragt, ja, wenn das so ist, dann warum beschneidest du dich dann? Ja? Wenn du sagst, Gott hat dich perfekt erschaffen, dann warum veränderst du denn das? Ja? Hat er irgendwas geantwortet? Ich fand es nicht so überzeugend. Das hätte ich meinem Vater fragen müssen, als er mich zusammengeschissen hat, weil ich mir ein Zungenpiercing gestochen habe. Ja, das ist doch genau das Gleiche. Schau. Ja. Er sagt, darf er kein Zungenpiercing machen, aber er selber beschneidet sich. Ja. Das gleiche im Prinzip, ja. Ja. Ey, jetzt haben wir lang gesprochen. Ja. ich hoffe, das hat jetzt. Ich habe es jetzt natürlich nicht aufnehmen können, da hätte ich erstmal was vorbereiten müssen. Ich hoffe, du konntest das alles aufnehmen und vielleicht kannst du irgendwas Interessantes draus basteln. Ne? Also, ich kann es dir mal zuschicken, dann kannst du dir das auch ansehen und wir könnten ja vielleicht zwei Teile draus machen, irgendwie. Ja, und jede fliegt an den anderen. Da kann man verschiedene Sachen draus machen. Ich denke da, schick mir mal zu und dann gucke ich mir an und dann gucken wir mal, was wir draus machen können. Ne? Gut.
Okay, dann. Schönen Abend. Ja. Danke. Gute Nacht. Danke auch.